Ray Dalio, die Hedgefonds-Legende, sagt, es kommt kein Crash. Das ist einerseits interessant, weil Ray Dalio zu den 100 reichsten Menschen, ich glaube aktuell ist er auf Platz 57 oder 58 auf diesen Planeten gehört. Und das ist andererseits interessant, weil er ein beinahe legendäres Produkt geschaffen hat, nämlich den All-Weather Fund. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, was Ray Dalio in den kommenden Jahren auf uns zukommen sieht. Das ist nämlich keineswegs nur reiner Optimismus, den er da versprüht. Andererseits möchte ich auch kurz darauf eingehen, was diesen All-Weather Fund eigentlich so besonders macht. Also, los geht's. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir werden gleich ganz konkret über die einzelnen Punkte sprechen, über die Ray Dalio gerade gesprochen hat in einer großen Podiumsdiskussion. Ray Dalio ist pessimistisch durchaus, er erwartet aber keinen Crash. Was er stattdessen in den kommenden Monaten erwartet und wie der All-Weather Fund eigentlich aussieht. Also sein legendäres Produkt, welches in 90% der Marktphasen eine positive Rendite ausgewiesen hat. In den letzten 30 Jahren waren es im Durchschnitt knappe 9%. Es lässt sich nicht ganz leicht auf den deutschen Markt übertragen, aber die Zusammensetzung des All-Weather Fund ist eigentlich relativ simpel. Wie sinnvoll ich diesen Fonds bzw. die mögliche Nachbildung für einen deutschen Anleger, für wie sinnvoll ich das halte, das werde ich gerne gleich besprechen. Vorweg aber, ihr wisst es, ja, Ray Dalio ist einer meiner Heroes, kann man so schön sagen, denn er beschäftigt sich unheimlich detailliert mit dem Markt. Er beschäftigt sich schlicht und einfach damit, wie gelingt es einem jedem, nicht nur mit dem Markt, sondern auch mit vielen anderen Gegebenheiten des Lebens zurechtzukommen. Er ist nämlich keiner, der klassischerweise gleich mit einem goldenen Handschlag sein Haus verlassen hat, sondern er hat durchaus mal die totale Pleite erlebt und er hat unter anderem dieses Buch Principles geschrieben. Ich habe es auf Englisch gelesen, es kam dann später auch auf Deutsch raus, haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Ganz interessant wird der zweite Teil, der ist allerdings noch nicht draußen. So, Ray Dalio ist ein gutes Stichwort, denn der ist einer derjenigen, ich gebe es ganz offen zu, bei Instagram war ich normalerweise, ich war skeptisch, weil ich dachte, okay, das ist einfach nicht mein Medium und ich bin innerhalb von, ja, wie lange machen wir das jetzt? 6 Wochen, 8 Wochen, eigentlich ein Fan geworden. Weil die Aktualität, die ich dort liefern kann, quasi die perfekte Ergänzung ist. Ich weiß, es gibt auch YouTube-Stories, es gibt alles Mögliche, aber es geht sehr schnell. Es kostet mich sehr wenig Zeit und wenig Zeit, die ich für das Drehen und so weiter brauche, die habe ich Zeit, um mich um Inhalte zu kümmern. Und wen habe ich nämlich auf Instagram gefunden? Ja, könnt ihr jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. Ray Dalio. Und das Interessante ist, dass viele seiner Kapitel bzw. die Überschriften sich hier in seinem Instagram-Account auch finden. Unter anderem, ja, Pain plus Reflection gleich Progress. Also das heißt, Schmerz plus Nachdenken bzw. darüber reflektieren führt zu Fortschritt. In dem Buch wird das Ganze natürlich noch wesentlich ausführlicher besprochen, aber Ray Dalio ist nur einer von denen, die eben auch noch dort zu finden sind. Für mich ist das die Ergänzung und dann übrigens gleich mal, das werden all diejenigen, die schon dabei sind, gemerkt haben, das ist ein Buch, schon ein bisschen älter. Da verrät Richard Branson, geht nicht, gibt's nicht, heißt der deutsche Titel. Da verrät Richard Branson seine Erfolgsgeheimnisse. Warum ist das für mich interessant gewesen? Das Buch ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, ich zitiere von hinten, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, packen Sie Gelegenheiten beim Schopf. Ja, mir ist das ein bisschen zu amerikanisch, obwohl Richard Branson meines Wissens Brite ist. Aber der Mann ist pure PR. Mehr als nur PR tatsächlich. Man gründet natürlich nicht ein Plattenlabel, die Jüngeren wissen das natürlich gar nicht. Also eine Platte, früher kam Musik von Vinylplatten, ja. Dann kamen die CDs und heute wisst ihr nicht mehr, was das ist und das ist auch in Ordnung. Aber, und eine Fluglinie hat er auch gegründet. Warum war das für mich so interessant?
Weil ich mir sicher war, nachdem ich in den sozialen Medien gesehen habe, was der Mann an PR so raus hat, dass Virgin Galactic ein Erfolg werden könnte, zumindest am Anfang, habe ich hier in dem Wirecard-Video auch drüber gesprochen. Und all diejenigen, die zu dem Zeitpunkt schon auf Instagram waren, mit denen habe ich nämlich darüber gesprochen. Über diese Aktie Virgin Galactic, hatte damals noch einen anderen Namen. Und es hat nach meinem ersten Post, und es lag nicht an mir, ganz sicherlich, nicht, stand die Aktie rund 15% höher. Ja, mittlerweile ist sie an der Börse und hat jetzt auch den richtigen Namen, Kürzel SPCE. Also, Instagram ist für mich die logische Fortsetzung dessen, was ich hier mache. Deswegen gehe ich da auch länger drauf ein, weil ich das sinnvoll finde, was dort möglich ist. Ja? Hier unter diesem Video findet ihr eine Beschreibung. Ausprobieren schadet ja nichts. So, da mache ich übrigens auch eine Fragestunde, wenn ich die 5000 erreicht habe. Ray Dalio, wir gehen auf die einzelnen Punkte kurz ein. Ray Dalio, aktuell 150 Milliarden verwaltetes Kapital, sieht in den derzeitigen geopolitischen und marktwirtschaftlichen Gegebenheiten viele Parallelen zu den 30er Jahren. Das ist ja etwas, was man auf vielen anderen Kanälen, die sich nicht mit verschiedenen Varianten, um es mal so auszudrücken, beschäftigen, sondern die sagen, na, nicht die Welt, aber der Finanzmarkt kann eigentlich nur zugrunde gehen. Dieses Thema greifen Sie auch gerne auf, diese Parallelen zu den 30er Jahren, die aus meiner Sicht nicht so offensichtlich sind, wie man meinen möchte, denn ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war Massenarbeitslosigkeit. Wir sind davon momentan weit entfernt. Aber die Frage ist ja, wie können diese derzeitig eindeutig vorhandenen Risikofaktoren und eine wirtschaftliche Abschwächung überhaupt noch aufgehalten werden? Wie oder ob überhaupt? Denn Ray Dalio denkt in Zyklen. Es gibt kleinere Zyklen und größere Zyklen. Und diese Zyklen werden durchlaufen. Und letztendlich kann eine Notenbankpolitik mal dafür sorgen, dass ein Zyklus etwas länger dauert. Aber es kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Er hat sich dafür nicht nur die letzten Jahrzehnte, sondern sogar die letzten Jahrhunderte angesehen. Originalton Ray Dalio. Europa ist am Limit, genauso wie Japan, äußerte der Manager und fügte hinzu, auch die USA haben nicht mehr viel Spielraum. Er meint damit den Spielraum der Notenbanken. An der Situation könnten auch die Zentralbanken mit einer stimulativen Geldpolitik nicht mehr viel ändern. Dem muss man zustimmen. Und die Gefahr dabei ist, das ist jetzt das, meine Interpretation ist, dass dieses totale Vertrauen in die Notenbanken, wenn das endet, und das kann an einem Tag sein, das kann auch über eine Phase hinweg geschehen, dann wird der Markt deutlich einbrechen. Ob das, wie gesagt, innerhalb von wenigen Tagen passiert, in Form eines Crashes, oder ob es eine Phase wird, in der ein Bärenmarkt, ja, der klassische Bärenmarkt dauert zwischen 6 und 24 Monaten. Das hängt auch noch von anderen Umständen ab, davon, ob irgendwelche Einmalereignisse kommen und, und. Aber ich glaube, dieses Vertrauen in die Notenbanken, das wird schwinden und dann werden wir eine Phase, eine schwierige Phase, auf jeden Fall sehen. Dalio weiter, ein Problem liege bereits in den niedrigen Zinssätzen, man könne sich Geld leihen und aufgrund der Niedrigzinsen könne man eigentlich damit rechnen, dass man es sowieso nie zurückzahlen muss, wenn man es einfach einmal weiter investiert. Denn klar ist, es lohnt sich sogar, das ist auch das Problem auf Unternehmensebene, weil so viele Unternehmen sich Geld leihen und normalerweise reicht es nicht, wenn du eine Marge von 2% hast. Ja, aber du selbst ein schwaches Unternehmen, der Begriff Zombie-Unternehmen ist in den sozialen Medien sehr, sehr populär. Selbst dieses Zombie-Unternehmen kann noch sehr, sehr lange weiteratmen, kann röcheln da in seiner Ecke. Schlicht und einfach deshalb, weil ihm so schnell das Geld nicht ausgeht. Und so etwas kann von einem Tag auf den anderen enden. Ja, meistens nicht so, dass es alle vorher erkennen, sondern meistens ist es eine Kettenreaktion, die dann dazu führt. Also ein Dominostein fällt und dann tak, 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 fallen alle anderen hinterher. Und das ist im Übrigen auch das Szenario, welches häufig beschrieben wird. Wenn die Banken, also Zombie-Banken, kippen sollten, dann fallen die weg als potenzielle Geldgeber. Das ist mehr, ich habe es hier auf dem Kanal schon besprochen, mehr ein europäisches Problem. Auf dem amerikanischen Markt sollte man damit so schnell nicht rechnen. Und wenn der amerikanische Markt stehen bleibt, zumindest nicht reihenweise dort die Dominosteine kippen, dann bricht die Weltwirtschaft nicht komplett ein.
Aber selbstverständlich sinken die Wachstumsraten massiv. Wir merken das zum Beispiel, ja. Japan ist zwar weit weg, ist aber eine Industrienation, die mit ihrem Einfluss, der Einfluss auf die Weltwirtschaft ist durchaus hoch. Ja, etwa 20% der weltweiten Wachstumsraten kommen von dort, beziehungsweise kommen nicht von dort, ja, weil Japan schon lange nicht mehr wächst. Also, ein Systemcrash steht aktuell nicht bevor. Das denkt übrigens auch Ray Dalio nicht. Das viel größere Problem sieht er übrigens nicht bei sinkenden Renditen, sondern das viel größere Problem sieht er, und da stimme ich ihm 100%ig zu, denn genau dieses Gefühl ist es auch, was man vermittelt bekommt, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt, sieht er in der großen Schere zwischen Arm und Reich. Das ist in den USA noch krasser als bei uns. In den USA besitzen die obersten 0,1% der Bevölkerung so viel wie die unteren 90%. Leute wie Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, er selbst übrigens auch, versammeln ein Milliardenvermögen auf dem Konto, während das Durchschnittseinkommen in den USA bei knapp $60,000 lag. Ja, Durchschnittseinkommen, da zählen die da oben mit rein. Deswegen sehen die $60,000 noch ganz passabel aus. Rund 13%, also mehr als jeder zehnte Amerikaner, kommt nicht mal auf $12,300 jährlich. Dort liegt die Armutsgrenze in den USA. Die Einkommensunterschiede seien die größten seit den 30er Jahren. Und das würde zu politischem Stress führen, denn das Entscheidende ist nicht nur diese Schere zwischen Arm und Reich, sondern dass sich ganz, ganz viele Leute, und ich denke, das können wir in den USA genauso wie in Europa feststellen, ganz viele Leute fühlen sich abgehängt. Und ja, ich weiß, der Begriff Populismus ist ein schwieriger, aber Populismus ist für mich relativ einfach zu definieren. Populismus heißt, für sehr komplexe Probleme, und die Probleme sind komplex, sehr einfache Lösungen anbieten. Das passiert auf der linken Seite, das passiert auf der rechten Seite. Wenn wir es ganz plakativ sagen wollen, nehmen wir mal auf der linken Seite an, zu sagen, man müsste eine Vermögenssteuer ab 100.000 Euro, 50.000 Euro. Damit könnte man Stimmen gewinnen, weil natürlich, so tickt der Mensch sehr häufig. Sobald ich unterhalb dieser Grenze bin, sage ich, jawohl, das wäre gerecht. Ja, also eine höhere Besteuerung, ein höherer staatlicher Einfluss, mehr Kontrolle und. Klassische linke Fraktion. Rechte Fraktion kommt genauso wie links übrigens. Das ist das ganz wesentliche Stilmittel des Populismus, ist Angst, Angst schüren. Und rechts erleben wir im Prinzip immer die Lösung, wenn wir die Migration nicht hätten, die Einwanderung nicht hätten, dann wäre es bei uns, wären die Probleme alle nicht so groß. Beide Lösungen haben anheim, dass sie an der Realität komplett vorbeigehen, dass sie sie natürlich schrammen und in Einzelbereichen, ja, da natürlich Probleme bestehen, fraglos. Ja, aber der Populist sagt, ich habe die Lösung, du musst mich nur wählen, ich habe die Lösung. Es gibt daher auch klare Studien, und man sieht es in der Praxis, dass populistische Parteien sehr häufig, wenn sie denn mal an die Macht gelangen, das nur für eine Legislaturperiode oder eine Wahlperiode reicht, weil die Inhalte dessen dann doch recht schwach sind. So, ich weiß, möchte hier auch gar kein Populist, kein Politikkanal werden, aber es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen, denn Populismus verspricht natürlich auch all denjenigen, die sich abgehängt fühlen, ein Umfeld, in dem sie sagen, die da mit ihrem Geld handeln, das sind alles vermögende Menschen, und da werden wir selbstverständlich auch eingreifen. Also, jede Form des Vermögens wird dann, das ist wieder der Populismus von links, wird dann gewissermaßen verteufelt, zumindest aber als anrüchig angesehen. Und das ist die große Problematik, und um das auf die USA, Ray Dalio denkt sicherlich weniger an unsere Verhältnisse, sondern an die und den USA. Auch dort natürlich, wenn mehr und mehr Strömungen kommen, die die Arbeit bzw. das Wirken an der Wall Street einschränken, ja, dann wird das natürlich, könnte das Aktienkurse beeinflussen. Ein demokratischer Präsident oder Präsidentin, man sollte es von weitaus mehr Faktoren abhängig machen als nur davon, wie sich das eigene Aktienportfolio entwickelt. Und schließlich und endlich konnten wir in der Vergangenheit sehen, auch ein demokratischer Präsident, ja, unter Obama gab es einen großen Teil der Jahrhunderthosse, also das wäre dann langfristig auch kein Problem. Daran muss sich aber ein Markt erstmal gewöhnen.
Sollten wir also beispielsweise eine demokratische Präsidentin, wäre es dann wahrscheinlich, ja, die beiden sind im Moment ja beide gleich auf in etwa, in den USA sehen, dann wäre das erstmal für den Aktienmarkt eine Belastung. So, die Vermögensunterschiede sind also das große Problem. Also die Welt wird nur noch geteilt in Sozialisten und Kapitalisten. Die Wahrheit ist aber, ein Großteil der Menschen, ich denke, wir alle fühlen uns weder als das eine noch das andere nur, sondern sagen, wir sind eigentlich dazwischen. So, was sagt Ray Dalio noch aus? Weiterhin, natürlich, China fordert die USA heraus. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Das ist das ganz, ganz große Problem. Vier Typen von Kriegen sieht Dalio und man kann ihm eigentlich nur zustimmen. Im Bereich des Handels, ja, USA, China, USA, Europa, Technologie, da wird Europa gerade ganz sauber abgehängt. Habe ich mit euch gesprochen über die Unicorns, also diese Einhörner-Startups mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde. Da stehen sich etwa gleichgewichtet die USA und China gegenüber. Der ganze Rest der Welt sieht zu. Insbesondere Europa verliert da den Anschluss mehr und mehr. Dann haben wir natürlich Währungskriege. Eine abwertende Währung, also fördert immer den Export. Deswegen sagt Trump, der Euro ist viel zu teuer, beziehungsweise viel zu billig. Und damit sind wir in einem Wettbewerbsnachteil. Wir wollen einen billigeren Dollar. Wie schaffen wir das? Indem wir die Zinsen senken und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch Geopolitik. Also nur weil wir keinen Weltkrieg haben, das ist ja schon mal sehr erfreulich und auch keinen Krieg, so wie wir ihn früher, ja, Kind der 80er Jahre, das war noch kalter Krieg, The Day After. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war dieser Film, der, das werden auch nur die Älteren noch wissen, der darüber gesprochen hat, wie sieht die Welt nach einem Atomkrieg aus. Also das Gefühl herrscht momentan nicht, aber wir haben natürlich viele kleinere, in Anführungszeichen kleinere Kriegsschauplätze, wo sich um die Ecke natürlich auch die USA und Russland gegenüberstehen. Also, diese pessimistischen Aussichten bringen Ray Dalio aber nicht dazu zu sagen, dass die Welt nun vor einer großen Finanz- oder Schuldenkrise steht. Denn wir sprechen hier von bekannten Faktoren, die auch etwas schleichend wirken. Er selber beschreibt es als einen Kreis, der verblasst. Wir haben aber nicht die Umstände, die einen klassischen Crash am Ende des Kreises verursachen. Er sieht also einen Abschwung der Wirtschaft voraus. Eine Krise ist seiner Meinung nach aber nicht in Sicht. Es macht auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Luft nun sehr schnell entweicht oder ob es länger dauert. Wichtig ist eigentlich nur, und das ist das Entscheidende vermutlich auch, warum er mit seinem All-Weather-Fund so erfolgreich ist, dass man sich auf die Eventualitäten vorbereitet. Man kann diesen All-Weather-Fund, da werde ich ein eigenes Video zu machen, unter dem Strich auch selber nachbilden. Aber man muss sagen, der so erfolgreich er war, ist er aus meiner Sicht für den deutschen Anleger nicht optimal. Der Aktienanteil liegt bei rund 30%, 7,5% haben wir Commodities, also Rohstoffe außer Gold und Silber und 7,5% etwa haben wir Gold und Silber. Da dürfte es aus meiner Sicht in den nächsten Monaten, Jahren ruhig etwas mehr sein. Aber ganz entscheidend, der ganz, ganz große Rest liegt in kurzfristigen bzw. mittelfristigen und langlaufenden Anleihen. Nun muss man dazu sagen, dieser All-Weather-Fund, den gibt es schon seit 30 Jahren. Und der war auch deshalb so erfolgreich, weil mit Anleihen, ja, entscheidend ist ja immer, dass die Rendite, die ich erziele, in Relation zu dem Risiko, was ich eingehe. Und das Risiko war relativ gering. Das heißt also, selbst bei Schwankungen nach unten, wenn der Aktienmarkt deutlich unter die Räder gekommen ist, ist dieser All-Weather-Fund nur rund 1,8% in der Spitze gesunken. Und wenn man dann eine Rendite von ja, zwischen 8 bis 9,5% erzielt, aber nur ein ganz geringes Risiko nach unten hat, also eine Rendite knapp besser als die am Aktienmarkt, mit weniger Schwankungen, ist es natürlich top. Aber es sind Durchschnittswerte. Und diese Durchschnittswerte sind auch deshalb so gut, weil in den 70er und 80er Jahren fast zwei Jahrzehnte eben eine sehr hohe Rendite mit Anleihen zu erzielen war, mit amerikanischen Staatsanleihen. Und dieser All-Weather-Fund, der bezieht sich auf den amerikanischen Markt. Ich kann heute guten Gewissens keinen Anteil mehr von 50 oder 60% von Anleihen in einem Portfolio empfehlen,
Schlicht und einfach deshalb, weil es dort keine sicheren Renditen mehr gibt. Dieser All-Weather-Fund wird auch unter Druck geraten, wenn die Anleihemärkte mal deutlich an Wert verlieren. Denn zuletzt ist er natürlich auch deshalb ordentlich gelaufen, nicht weil es Zinsen gab aus diesen Anleihen, sondern weil die Anleihekurse selber gestiegen sind. Das ist eben ein Riesenunterschied. Ja, ich erzähle hier gerne die Geschichte aus dem Deutschlandfunk, wo dann jemand von der Verbraucherzentrale sagt, ein anständiges Portfolio sollte bestehen aus Aktien, Anleihen und so weiter und so fort. Diversifikation, top, ja, aber zu sagen, Anleihen wären der sichere Hafen bzw. die sichere Säule in der Anlage, das ist natürlich Quatsch. Das sind sie dann, wenn sie eine Rendite ausschütten. Aber die Zinsen, die ich dort erhalte, die Rendite, die sichere Rendite, die ist halt null. Oder beziehungsweise in den USA knapp unter 2%, um die 2% herum. Alles andere sind ja Kursgewinne in Erwartung weiter fallender Zinsen. Und das ist eben kein sicherer Hafen. Also, den All-Weather-Fund werde ich mir sicherlich nochmal etwas umfangreicher anschauen. Aber aus meiner Sicht ist es nichts, was der deutsche Anleger unbedingt jetzt nachbilden soll. Und Fazit, ich kann euch nicht sagen und möchte auch gar nicht prognostizieren, ob ein Crash kommt. Aus meiner Sicht kann durchaus sein, dass wir vorher noch einen Crack-Up-Boom kommen. Das hängt auch von der Geldpolitik ab. Das hängt auch von psychologischen Faktoren ab. Wer heute sagt, ich weiß, dass in 6 oder 12 Monaten das passiert, der ist aus meiner Sicht knapp dran an einem Scharlatan. So leicht lässt sich das nicht prognostizieren. Ja? Zumindest ist es in der Vergangenheit kaum einem gelungen. Und wenn, dann hatte er schlicht und einfach mal Glück. Das muss man auch mal dazu sagen. Also ob ein Aktienmarkt langsam an Wert verliert, oder ob er plötzlich an Wert verliert, also durch einen schwarzen Schwan. Das ist auch nicht notwendig, sich darüber Gedanken zu machen als langfristiger Investor. Und wann das beginnt, ist auch mir erstmal nicht so wichtig. Was aus meiner Sicht unter dem Strich nicht vergessen werden darf, ist, selbst in einer Phase niedriger Renditen, also selbst wenn ich mit Aktien, mit Immobilien, mit anderen Sachwerten mal geringere Renditen erzielen sollte als in der Vergangenheit, dann werden es immer noch Renditen sein, die gut aussehen im Vergleich zu dem, was derjenige bekommt, der gar nichts mit seinem Geld macht. Das Sparen, Anlegen würde ich es mal nicht nennen, das Sparen in Geldwerten ist aus meiner Sicht heute gefährlicher denn je. Ja, den Spruch mit dem Geld, mit dem Bargeld, Papiergeld, was seinem inneren Wert von null entgegenstrebt, den schenken wir uns heute mal und denken uns den Rest. Aber diese Entwicklung wird absehbar in den kommenden Monaten und Jahren noch schneller gehen. Und dann wird es nicht so entscheidend sein, ob man mit Aktien 6, 7 oder 3, 4, 5 Prozent vielleicht auch mal nur eine Zeit lang verdient. Oder vielleicht auch immer nur 2 oder 3 Prozent. Aber es wird noch eine Rendite sein. Und die anderen, die in Geldwerte investieren, die werden Geld verlieren. Und das in einer zunehmenden Geschwindigkeit. So, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Freue mich drauf. Und ja, ich schaue mir jetzt an, was Ray Dalio heute. Be a Hyper-Realist. Also, so viel von Ray und mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis dann und ciao.